Sachen machen zum Spiel in Fahrerbahn. Ja, aber das geht ja nicht. Ja, kannst du eng machen. Ja. Wir müssen mal gucken, dass wir mal irgendeinen Samstag uns machen können. Ist ja kein Problem. Wir müssen mal Bescheid sagen. Ja. Nächste Haltestelle. Wir haben das nicht kennengelernt. Ich weiß es nicht. Ich habe irgendwie auf dem YouTube-Kanal die Nummer gesehen und da habe ich einfach mal angeschrieben. Ich weiß auch nicht. Ah, okay, macht ja nichts. Kein Problem. Ja. Ja, aber ganz gut. Ja. Und, was bist du euch ein schönes gefahren? Ach, heute noch nichts. Ich hatte nur Zitaros, weil das war nichts Besonderes. Homberg oder DVG? DVG. DVG. Okay. Ich hab's, Homberg hatte ich heute noch nicht gehabt. Ne. Ja, und so einen dämlichen Line City da aus dem Gemeinschaftskauf. Mit diesen Schalensitzen. Ja. Ey, weißt du, was ich heute gesehen hab? Ne. Gerade wäre ich voll ausgerastet. Ich komm. Dings, an der Unterführung an, ne? Ja. Wo es zur U-Bahn geht. Was sehe ich? Ein NG313 von Verhoeven. Oh, 21. Die Ex-Hagen da, ne? Keine Ahnung, der hatte schon Verhoeven-Lackierung alle. Ich weiß nicht, wo der Ex her ist. Hatte der diese Sitze aber da wie nah? Konnte ich nicht erkennen. So. Nee. Ja, die fahren oft hier, die Ex-Hagen da. Das war wahrscheinlich ein Ex-Hagen da. Ja. Geil an denen ist, die rappeln richtig im Stand. Also wenn der steht, da rappelt die ganze Karre richtig. Echt? Ja. Okay. Das ist immer lustig. Okay, ja. Ich glaub schon. Also, heute habe ich ein bisschen Fernbus überzeugt. Ach, ja, ich bin ja nicht so ein Fernbus. Nee, nicht wirklich. Habe ich nichts gegen, aber ich mag die irgendwie nicht. Weiß ich nicht. Ich fahr lieber Bahn. Na, okay. Kennst du die NF, er macht DNF von der Essener, die 1500er? Ach so, ja, klar. Bin ich heute mitgefahren. Nächste Haltestelle. Okay. Hatte heute Morgen einen Zahnarzttermin, da sah ich, als ich da raus bin, ja. Ich hoch zur Haltestelle, da sah ich einen 1600er. Ich denke, da bleibt man nur stehen und kriegt den vielleicht noch schön gefunden. Was macht der jetzt ja auf 103 nach Borbeck? Nee, hab den natürlich nicht fotografiert. Ja, war klar. Oder gefilmt, weil da war nicht meine Richtung. Ach so, ja. Ich sag mal so, wenn ich den gekriegt hätte, dann wäre ich ein bisschen schneller gewesen. Dann hätte ich den noch schön gekriegt, weil ich nach Borbeck gefahren bin. Meine Fahrt ganz anders. Jo. Kennst du wahrscheinlich auch, ne? Ja, ja, klar. Ich glaube, ich fahre gleich nochmal M-Wagen in Bühler, deswegen, ja, wenn ich schon mal da bin. Ja. Ich habe ja früher auch in Bühler einmal gewohnt. Wo denn? Kappstraße da hinten. Das ist in der Nähe von der Aktienstraße da. Ach, Aktienstraße, ja klar. Der liegt direkt an der Aktienstraße, da ist ja total beschissen. Ich meine, Kappstraße, da ist da... Die Haltestelle Nordstraße, da wenn du aussteigst und dann in die Seitenstraße irgendwo rein. Ah, Nordstraße, kenne ich. Ja. Ich zeig dir gleich mal, wo ich wohne. Fahr mal mit der Straßenbahn vorbei. Ja. Ja. In wie viel WhatsApp-Gruppen haben wir eigentlich? Die zwei oder drei, ne? Ja, ja. Gemeinschaftsaufgabe. Was denn für ein Wagen erkennen? 1204 war das. Okay. Ja. Oder erkennt ihr das? Kann man von außen sehen, ob da ein Gemeinschaftskauf ist oder? Die 12er-Wagen sind da Gemeinschaftskauf. Ja, die 13er, die haben ja auch schon das neue Design. Ja, ja, aber die 12er, die waren nur Gemeinschaftskauf. Ne, die 13er auch. Die 13er Nein. Waren, echt nicht? Nee. Die 13er echt nicht? Nein. Die 12er waren aber. Ja, leider. Ja. Ja, die nächsten werden ja auch wieder Gemeinschaftskauf. Aber wenn ein Scheißbus ist, Zitaro. Was? Das wird gut. Was? Besser als die Scheiße Mainz, die wir heute haben. Okay, weil ein Kumpel von mir, der mag die C2 nicht. Der hat jeder C2, der brennt nicht unter C2. Ach, ist so Blödsinn, ey. Ja, hier ein befreundeter Fahrer, ein Freundes im Bekanntenkreis, der fährt C2 sehr gerne. Der sagt, ich finde C2 auch geil. Der sagt, für ein C2 würde ich jeden MAN stehen lassen. Würde ich auch. Ja komm, MAN mit Standardbestuhlung geht überhaupt nicht. Nee.
wie bei uns, ey. Ja, die sind... Ja, und in Mülheim ist ja genau dasselbe. Ja, die sind... Schrecklich. Ja. Mein Federungsmäßig sind die im Graus. Boah, ja. Ja. Ey, die also ich sag mal so, die Reifen sind erstmal... Ja. Manchmal fährt man Vollgummireifen anstatt Luftreifen, ja. Ne? Manchmal echt. Ja, weil ich bin einmal gefahren, ja. Ein Kollege wollte mal irgendwie... Wollte irgendwie noch über eine Ampel rüber, voll die Unebenheit, ne? Ja. Da schoss ein Schmerz durch meinen Rücken, kann ich mich vorstellen. Ich denke, jetzt los. Ja, nix. Ja, super, ey. Okay, ich denke, ich an der Endstelle, was war das? Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Irgendein Lights-Coach, ja genau. Aber konnte ich erkennen. Kennzeichen habe ich jetzt nicht. Irgendwas mit Reisen. Ja, ich habe jetzt auch nicht drauf geachtet. Da schoss ein Schmerz durch meinen Rücken. Ich an der Endstelle nach vorne, ich nicht durch den Rücken. Ich so, Alter, kannst du mich eigentlich umbringen oder so? Ich dachte, nein, warum? Ich so, ey, du hast mal... Ich bin im Rücken, ich sehe jetzt bestimmt mal Rücken durch. Ja. Und 215 AR. Ja, genau. AR, glaube ich, von. Ja, AR oder AD, ich habe nicht verstanden. Hier müssten AR gewesen sein. Ja, kann sein. Ich habe jetzt nicht so auf die Front geachtet. Ich weiß aber nicht von wem. Ich könnte mir vorstellen, Riemenschneider oder Jütter. Könnte sein. Müsste. Ach ja. Hör mal, Drell, was machst du am 14. Juni? Kann ich dir nicht sagen, weil ich so im Voraus nichts plane. Okay. Ich habe immer Zeit. Okay, wir können jetzt ja mal den Termin locker festhalten. Da fahren nämlich auch vor, kennst du die Linie 12 in Düsseldorf, die alte 12? Ach so, ja klar. Die 712, ja. Wir fahren in 15 bis 20 Minuten Takt historische Oldtimer. Ja, können sie ja GTA 8S und so einen Scheiß. Nee, da fahren ja, alte. Ja, 8S geht ja nicht. Nee, da fahren so alte, so KSW und. Ach so, ja. Wer hat das gedreht? Klar. Okay, komm ja mal festhalten. Ja. Da können wir da zusammen hinfahren. Von mir aus. Ja, klar. Ja. Ich habe meine Eltern schon gefragt und ja, meinten so auch gar kein Problem. Ja. Und ja. Ja, von mir aus. Ich kann mal ruhig machen. Hättest du da Bock drauf oder eher? Klar. Ja, okay. Das ist gut.